Core Gaming VS, Let's Play, Let's Go und herzlich willkommen zu diesem Stream, meine Freunde. Matrix Awakens, an Unreal Engine 5 Experience, also eine Unreal Engine 5 Erfahrung, ist letztens erst rausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zuge. Ich glaube, das war irgendwie zu den Game Awards 2021, richtig? Genau, so war das. Und diese Tech-Demo, die hat das echt in sich, weil man einfach Realität und einfach Spielgrafik gar nicht mehr unterscheiden kann. Also es ist wirklich geisteskrank. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das, was ihr hier schon alles seht, das ist alles Spielegrafik in Echtzeit gerendert. Also kein Film, der irgendwie abläuft. Und wir haben dann die Möglichkeit, eben eine Verfolgungsjagd zu spielen und danach im Anschluss gleich eben hier die Stadt zu erkunden. Und das machen wir jetzt zusammen. Und ich sag euch eins, ich verspreche es euch jetzt, ihr werdet Augen machen. Also wirklich, das ist unglaublich. Zieht's euch einfach rein. Wir fangen jetzt an mit der Verfolgungsjagd. I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that, why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here, that it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Theoretical mumbo jumbo, but I needed some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. This is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad, but whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. So, what now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires.
Say no more. So, und jetzt können wir steuern. Also das ist hier so eine kleine Schießbuden-Demo, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir nachher die Stadt erkunden, dann werdet ihr nicht glauben, was ihr seht. Ich meine, allein das hier schon ist krank. Boah, guck mal, wie der ausweicht. Okay, krass. So. Das sieht aus wie echt, meine Freunde. Das sieht aus wie echt und es ist einfach nur so krank. Weg mit dir. Ey, ist das nicht abnormal, Leute? Und jetzt geht's ab hier, meine Freunde. Wir nehmen jetzt mal alles auseinander, Alter. Weg, weg, weg mit dir, Digga. Weg, 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 weg. Zieh ab. Du auch hier. Einfach nur der Hammer. Unreal Engine 5. Brutal, Alter. Was diese Engine da rausballert, das ist einfach nicht mehr normal, Mann. Einfach nicht mehr normal. So, Mass AI. Also hier können wir diese Visualisierung mal aus- und einblenden. Also wie man jetzt hier sehen kann, das ist eben diese massenkünstliche Intelligenz. Welche Technik dahinter steckt, keine Ahnung. Aber sie nennen das auf jeden Fall so. Dann gibt es hier Lumen, Dynamic Global Illumination and Reflections. Das bedeutet, wir switchen jetzt hier mal live von Tag auf Nacht, also so wie ich gerade Bock drauf habe. Und wir können dann eben das dynamische Licht sehen, das in Echtzeit berechnet und gerendert wird, siehe bei den Autos zum Beispiel. Oder dort, wo das Spiel halt Lichtquellen vermutet, dort werden sie dann auch erstellt. Dann Visualisierung, Nanite, Nanit, wie auch immer. Okay, so sieht das dann ja auf irgendeiner Grafikebene aus, die eben nicht mit Texturen und so weiter dann vollgestopft ist. Dann Temporal Super Resolution. Okay, hier sieht man dann, okay, alles klar, es ist alles schärfer.
Mach mal Nanit-Visualisierung. Hat man ja gerade. Und jetzt nochmal die Auflösung. Schlecht, gut, schlecht, gut. Also das Flackern ist dann auch weg. Gerade Striche bleiben gerade Striche. So, und jetzt kommt etwas ganz, ganz Besonderes. Es ist, ja, keine Zwischensequenz, sondern wir sind im Game. What the fuck? Ja, so. Wir können hier nicht nur laufen und rennen, sondern wir können auch fliegen, aber leider nicht mit diesem Charakter, sondern das ist dann eine Art Kamerafahrt, die unglaublich legendär ist. Das zeige ich euch gleich. Aber jetzt erkunden wir erstmal hier auf dem Boden. Also hier, wenn wir Leute anrempeln, dann reagieren die auch auf uns. Ja. Hoppala, jetzt bin ich gerade an dem vorbeigerannt. Oh, und jetzt ist er weg. Ah ne, da ist er. Ist ja egal, wir rempeln hier nochmal jemanden an. Zack, ja, also die reagieren drauf. Was ist, wenn ich mich einfach vor denen stelle? Okay, dann geht er einfach dran vorbei. Wir sehen hier diese Spiegelung auf dem Boden, ja, wird in Echtzeit gespiegelt. Also da liegt auch nicht irgendwo eine Spiegelungsmap drüber oder Textur. Autos bleiben stehen, also die reagieren auf uns. Also das ist hier keine Spielzeug-Tech-Demo, ja. Also das ist hier wirklich ernster Scheiß, meine Freunde. Und wir packen jetzt mal ganz kurz die Drohne aus. Aber ich will euch schon mal spoilern. Wir können hier auch mit dem Auto fahren und das ist krank, ja. Also, wir switchen jetzt mal auf die Drohne. Und dann könnt ihr erstmal komplett ausrasten. Ich tue die Steuerung mal ausblenden. So. Wir können jetzt hier alles erkunden, was wir wollen. Aber haltet euch fest, wir fliegen mal nach oben. So, jetzt schauen uns hier mal ein bisschen um. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist, ich habe erstmal am Anfang gedacht, wir sind irgendwie limitiert, aber wir können uns wirklich hier komplett alles reinziehen, wie wir es wollen, ja. Und das machen wir jetzt auch. Ich blende die Steuerung nochmal ein, also wir können mit R1 schneller, mit L1 langsamer fliegen und jeweils mit R und L2 dann entsprechend tiefer oder höher fliegen. Und lehnt euch einfach mal zurück. Und ich check mal ab, dass ich uns hier mal ein paar geile Kamerafahrten an den Tag bringe. Ist es nicht brutal? Das ist doch abartig, oder? So. Hier auch diese Details, ja. Jetzt gehen wir hier mal dieses Hochhauskomplex und man kann hier einfach mal krass, auch wenn es jetzt nicht, ja, die Riesenbude ist, aber ich meine, man kann hier trotzdem reingucken, ja. Ist doch geil. Ah, hier zum Beispiel. Ja, doch, natürlich. Stimmt. Wohnzimmer mit Fernseher, Küche hinten dran. Ah, und hier kommt man dann zum Schlafzimmer. Okay, ich habe gedacht, die haben sich es einfach ein bisschen einfach gemacht. Nicht schlecht, meine Freunde, nicht schlecht, sage ich euch. Und hier auf dem Dach, also überall sind Details, 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 ja. Können hier überall durchfliegen. Können uns hier alles reinziehen. Und nochmal, wir können hier überall hin, ja, also fliegen wir mal hier Richtung Zentrum. Brutal, oder? Da kommt man sich echt vor wie Gott, ja,
weil man hier halt überall hinfliegen kann, sich alles mal so ein bisschen reinziehen kann. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überbelichtet, aber tut der Sache keinen Abbruch. Gehen wir mal ein bisschen runter. Das ist echt der Hammer, Leute, ey. Also das ist wirklich der Burner. Also da habe ich echt gedacht, ey, what the fuck, was geht bei euch, Mann? Wir können uns hier echt alles reinziehen. Bam, Alter, richtig Hollywood-Fahrten, die ich hier mache. Bam, Alter. Okay. Oh, sowas mag ich auch immer. Boah, krass. Auch mit diesem HDR und mit diesen Lichteffekten. Ja, wie er dann einfach switcht. Okay, wir machen mal hier den ganz schnellen. Einfach nur krass, Mann. Einfach nur krass. Ist doch einfach nicht mehr normal, oder? So, ab in die Innenstadt. Oh, sowas kommt bestimmt auch cool. Moment, gehen wir mal nach oben. Und einfach mal den hier machen. Ah, nee, das geht gar nicht. Ah, blöd. Okay. Ich wollte jetzt so eine Draufsicht machen und dann einfach weiterfliegen, aber ich kann ja nur den Stick... Ah, doch, 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 so könnte es gehen, wenn ich nach links und rechts gehe. Ja, Mann. Tatsächlich, ey. Mega, oder? What the fuck, Mann. Okay, ups. So. Bam, Alter. Okay, krass. Also, oh, ich könnte hier echt stundenlang rumfliegen. So der Hammer, Mann, ey. Boah, es ist einfach nur krank. Einfach nur sick shit, Leute. Ich sag's euch, einfach nur sick shit. Okay, krass. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Wo waren das? Ich glaube, gehen wieder Dreieck, ja. Ah, cool. Da sind wir ja schon hier. Und jetzt sagt mir mal, dass es geil gemacht ist oder geil gemacht ist, ja. Also total kranker Scheiß, Mann. Total krank. Und wie sie hier auch einfach abschägt, Alter. Gibt euch das mal, ey. So, wir können hier auch das Pause-Menü aktivieren. Dann haben wir hier die Karte. Wir können uns hier nochmal die Steuerung anzeigen lassen. Wir können hier die Sonnenbahn verändern. Live oder was? Ach was? Eieiei, du, jetzt ist hier aber geil. Menschenmenge, gucken, Verkehr. Ah, okay, das ist hier diese AI, Mess-AI, die sie vorhin gezeigt haben. Matrixfilter an, aus. Das sieht ja dann nochmal krasser aus, oder? Ha! Heiland, zack, ey. Mega. Brutal. So, wollen wir hier mal eine kleine Fahrt machen? Boah, Hammer. Boah, 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 okay. Geile, geile Steuerung. Was passiert? Okay, sehr gut. Die werden alle ausgematrixt. Hammer. Hammer. Boah. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, Bro. Boah, das ist einfach so der Killer. Hör mal auf, Mann.
So, und jetzt haben wir hier doch so eine Map, oder? Haben wir doch gesagt. Was ist eigentlich hier dieser Punkt? Also wir sind ganz oben links. Was ist denn dieser orangene Punkt? Lass da mal hingehen. Weil ich habe so den Eindruck, dass es nicht erledigt ist, einfach jetzt hier frei rumzufahren. Ja, Digga, was geht? Hier ist gerade ein bisschen arg viel los. Tja, das ist das echte Leben, meine Freunde. Das ist das echte New York, ja. Nicht wie ein GTA, einfach nur ein paar Autos an den Start bringen und schon hast du eine Stadt, sondern hier ist es auch mal vollgestopft, ne? So, müssen wir jetzt dann nicht gleich hier sein? Doch. Seht ihr was? Schaut mal da links. Rechts meine ich. Heieiei, gibt's mich. So. Wie schnell kannst du vom Norden der Stadt zum Süden fahren? Oh, sexy. Sexy Motherfucker. Das heißt hier einfach alles geradeaus. Keine Ahnung. Wir probieren es einfach aus. Aber kann ich jetzt hier echt sagen, also was? Kamera? Was ist Kamera? Foto? Achso, das ist der Fotomodus. Das ist der Fotomodus. Ich verstehe. Okay, Moment mal. Ich tue mal kurz die UI ausblenden. Und ich könnte jetzt hier ein Foto machen, oder was? Ja, okay, ich verstehe. Da gibt es auch noch einen Fotomodus. Okay, den wollen wir aber nicht. Wir wollen die Sonnenbahn. Beziehungsweise ich möchte jetzt hier echt mal... Kann man jetzt hier echt Nacht machen, oder was? Nee, das ist die Sonnenbahn. Okay. Ich verstehe. Das wäre jetzt cool, wenn man jetzt hier noch so Tag-Nacht machen könnte, aber das gibt's hier nicht, gell? Okay, egal. So, wir lassen die Sonnenbahn mal so. Nee, oder? Nee, das machen wir nicht. Das ist ein bisschen arg stressig. Wir machen das mal so. Nee, wir machen mal noch ein bisschen mehr. Ja, vielleicht so. Schauen wir mal. Das ist aber einfach nur krank, oder, Leute? Das ist ja nicht mehr normal, das Spiel. Beziehungsweise diese Grafikdemo. Alles in Echtzeit änderbar. PS5. Leck mich am Arsch, ja. Live-Switch zur Drohne. Und wir machen jetzt hier mal auf jeden Fall die Fahrt. Wie lange brauche ich? Keine Ahnung. Kann ich da nicht irgendwas starten oder so? Kann ich nicht irgendwie sagen, X, ich nehme das jetzt an? Nee, gell? Jetzt habe ich wieder zur Drohne geswitcht. Ja gut, dann machen wir mal hier. Okay. 3, 2, 1, let's go, motherfucker. Hoppala, hoppala, hoppala. Wir wollen hier natürlich keine Unfälle verursachen. Oh shit, passe ich da durch? Wow! Okay, Schadensmodell ist da, meine Freunde. Geil! Ach du Scheiße, Mann. Alter. Boah, da kriegt man ja richtig... Digga, was geht? Normale Platz hier. Oh. Alter. Aber wie gesagt, Schadensmodell, alles am Start, ja? Krass. Boah, wie heftig ist das denn? Geil. Einfach nur geil. Und jetzt? Boah, zieht euch mal die Grafik rein, Mann. Alter. Okay, jetzt kommt das sogar ein bisschen ins Ruckeln, ja. Leck mich am Arsch. Okay, wenn ich jetzt aussteige, was passiert? Nichts.
Fahrzeug verlassen. X. Ah, okay. Ja. Okay. Alter. Oh mein Gott, ey, ist das genial, Mann. Okay. Jetzt komm schon. Aber ich glaube, es wird nicht gezählt. Ich glaube, das ist einfach nur für mich so ein Test, wie lange brauche ich. Aber wir fahren jetzt trotzdem ans Ende der Stadt. Einfach um zu sehen, wie groß auch einfach diese Tech-Demo ist. Also das ist hier wirklich, wie gesagt, kein Spielzeug-Scheiß, ja, sondern mega harter Scheiß, Mann. Kamera kann man hier auch während der Fahrt. Ich glaube, ich kann es auch einfach so lassen. Okay. Ich glaube, so ist für mich am besten. So, Leute. Krass. Wie komme ich jetzt hier durch? Wie sich auch einfach nur die Grafik, also die Lichteffekte hier unten am Tunnel ändern. Das ist so krank. Alter Schwede. Wie es einfach Schadensmodell, wie das einfach am Start ist, gell? Unglaublich. Unbelievable. Hey Leute, wir fahren ja immer noch, Alter, gibt's das? Jetzt kommen wir so langsam ans Ende. Aber ich glaube nicht, dass das eben aufgezeichnet wird. Oh Gott, Mann, ich feier's doch einfach. Oh. Ey, das fühlt sich einfach nur geil an. Leute, es fühlt sich einfach geil an. Also da willst du ja einen Crash machen. Und wie gesagt, die Handbremse ist auch echt Killer. Also einfach Kreis gedrückt halten. Boom. Oh. Alter. Okay, ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben. Aber ist ja auch Wurst. Lass mal auf jeden Fall, ja, links. Also wenn wir die Straße jetzt folgen, wir sind links unten. Einfach mal komplett nach Westen gehen und lesen wir mal, was da so steht. Boah, entschuldigt immer mein Räuspern, aber ich habe echt einen Frosch im Hals. Ey, ich flippe so komplett aus. Wie geil ist das denn? So Bombe. Unglaublich. Okay, noch ein bisschen. Ah, geil. Oh, oh. Oh. Leute, das Auto ist so demoliert. Ey, was geht denn ab hier? So, gleich sind wir da. Daisy. Da ist es doch, da links. Da sieht man's. Komm, zieh ab, weg. Mal aussteigen. Die Stadt enthält über 7 Millionen instanzierte Assets und einige Lamas. Okay. Was auch immer das bedeuten mag. Also. Ich komme echt immer noch nicht drauf klar, ey. Jetzt machen wir hier mal Fotomodus. Fokus, Abstand, Kamera, Blende. Also da kannst du echt komplett durchdrehen, gell? Autofokus. Okay, können wir hier auf sie den Fokus stellen, oder? Heftiger Scheiß. Dann kann ich auch hier den Fokus machen. Ja, ja, okay. Wenn ich näher gehe, wird sie dann unscharf. Ja. Heftig. Das ist echt. Also ich habe mich jetzt nicht mit Absicht so hingestellt, dass eigentlich gerade der Schatten hier an ihrem Arsch dann so perfekt passt. Krank. Fliegen wir noch mal eine Runde.
Also das ist echt... Boah. Hammer. Das macht so Bock. Kann man hier auch unter Wasser gehen? Wahrscheinlich nicht. Probieren wir es aus. Nein. Hammerhart. Können wir auch hierher? Ich glaube nicht, oder? Irgendwann ist Tutti, hä? Schauen wir mal. Ja, hier ist so eine Wand. Ich kann hier nicht mehr lang. Puh. Crazy shit, Freunde. Crazy shit. Ja, das ist auf jeden Fall The Matrix Awakening, die Tech-Demo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch hier mal einen coolen Einblick oder irgendeinen Reiz auch geben. Ja, einfach mal diese Demo zu installieren. Die ist im PS Store erhältlich und für jeden kostenlos und zugänglich. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es auch für die PS4 Pro erhältlich ist oder nicht. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal ein Like da, wenn ihr das on demand und YouTube anschaut. Oder natürlich ein Abonnement, ja, aber darüber freut sich ja jeder. Das wäre natürlich auch Babu-Style, ach und nein. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Samstagabend bzw. Nacht, wenn ihr live dabei seid. Und sonst einen schönen Tag, wenn ihr auf YouTube dieses Video anschaut. Also, mein Name ist CoreGamingVS, let's play, let's go und bis zum nächsten Mal, meine Schatzis.